Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Wirkungsanalyse der Strategien durchführen. Der Visualisierungsprozess der tatsächlichen oder potenziellen Beziehung der Strategien mit anderen Elementen im systemischen Situationsmodell sorgt für ein besseres Verständnis der komplexen Umgebung, in denen die Strategien umgesetzt werden. Er kann sogar zur Identifizierung von zuvor übersehenen Risiken führen. Neue Risiken könnten solche sein, welche die Durchführbarkeit oder Wirksamkeit der Strategien verringern. Um die Wirkungsanalyse zu beginnen, wählen Sie eine Strategie aus und zeichnen systematisch Pfeile, die die Strategie mit anderen Elementen im systemischen Situationsmodell verbinden. Insbesondere zugrunde liegen Faktoren und Ursachen, Stresstreiber, Stresse und andere Strategien. Die Verbindungspfeile können angepasst werden, um zwischen verschiedenen Arten der Verbindungen zu unterscheiden, zum Beispiel stark gegen schwach oder positiv gegen negativ. Wie gewohnt werden die Verbindungen automatisch ins systemische Situationsmodell übertragen. Hier können wir die neuen Verbindungen der Strategie einsehen. Im nächsten Schritt können Sie überprüfen, ob alle Elemente im systemischen Situationsmodell mit hoher strategischer Relevanz durch die Strategien angemessen berücksichtigt werden. Falls es offensichtliche Lücken gibt, versuchen Sie, diese zu schließen, indem Sie im nächsten Schritt bestehende Strategien anpassen oder neue Strategien erstellen.